Hallo meine Lieben, heute gibt's wieder ein Food Haul für euch, aber wieder in Hands-on-Form sozusagen. Das hat euch ja das letzte Mal so gut gefallen. In diesem Video zeige ich euch, mit was ich unseren Kühlschrank kurz nach dem Urlaub befüllt habe. Viel Spaß beim Video. Wir fangen mal mit dem Gemüse an und zwar habe ich mitgenommen eine Mango, Physalis und Bananen. Dann habe ich mitgenommen zwei Kiwi, das ist halt immer frühs fürs Müsli zum Beispiel oder mittags halt für die Kinder schneide ich das immer auf. Dann brauchen wir natürlich auch Äpfel und dann machen wir mal weiter mit dem Gemüse. Da habe ich mitgenommen eine Süßkartoffel, nur eine, weil ich die einzige hier im Haus bin, die das mag. Meine Kinder mögen das gar nicht. Dann einen Eisbergsalat. Und dann brauche ich immer rote Zwiebeln im Haus. Die sind gut geeignet für Salate oder halt für abends. Zum Kochen nehme ich dann immer ganz normale Gemüsezwiebeln. Aber wir machen mal hier weiter. Und zwar habe ich diese Tomaten hier mitgenommen, diese Cocktailstrauchtomaten, auch total lecker. Entweder fürs Abendbrot oder halt zum Kochen. Dann brauche ich immer frische Champignons im Haus, entweder für eine leckere Soße oder halt einfach zum Anbraten, auch abends zum Beispiel, wenn wir ein Omelett noch essen. Ja, da gehören Champignons einfach immer mit dazu. Dann brauche ich immer eine Salatgurke hier im Haus, auch wieder entweder aufgeschnitten für abends zum Abendbrot oder halt mittags zum Salat. So, dann geht's weiter mit einem leckeren Kürbis. Die finde ich halt total lecker, weil man da die Schale mit essen kann. Die sind halt schön nussig vom Geschmack und deshalb kaufe ich den super gerne. Dann dürfte natürlich Rucola-Salat bei mir nicht fehlen, ganz, ganz klar im Haus. Radieschen habe ich noch mitgenommen, die sind halt auch lecker abends mal, wenn man so in Scheiben schneidet, auf dem Butterbrot, ein bisschen Salz drüber und fertig oder halt für mittags für den Salat, ganz klar. Dann Paprika, natürlich auch wieder für den Salat. Dazu habe ich ein Rezept für euch, super lecker, liebe ich, typisch italienisch. Das Rezept, das habe ich euch ja schon online gestellt, also wie gesagt, entweder als Vorspeise oder für den Salat. Darf bei mir Paprika nicht fehlen. Dann waren Barilla-Nudeln im Angebot beim Lidl. Da hat die Packung 77 Cent gekostet. Ich habe hier diese dünnen Spaghetti genommen in der Nummer 1. Die kann man dann auch schön klein machen und eine Hühnersuppe zum Beispiel. Und die dann reintun. Das mögen meine Kinder sehr, sehr zum Mittagessen oder zum Abendessen, wann auch immer. Dann habe ich natürlich verschiedene noch genommen. Ist ja klar. Also einmal die Farfalle. Da habe ich einige Packungen gekauft, weil ich liebe Barilla-Nudeln. Das sind für mich einfach die besten. Aber die sind halt eigentlich ultra teuer. Aber für 77 Cent kann man da nichts falsch machen. Dann habe ich mir nämlich noch diese Penne Rigate hier genommen. Fürs Abendbrot habe ich dann noch Butter gebraucht und Käse. Frischen Aufschnitt habe ich noch beim Metzger mitgenommen. Dann habe ich gebraucht diesen Kantenschinken eben ja, fürs Mittagessen. Und an Gewürz hat mir gefehlt Curry. Und ich habe noch Hühnerbrühe gebraucht. Da habe ich die hier von Knorr einfach mitgenommen. Dann habe ich Pesto Genovese mitgenommen von Barilla. Das wisst ihr ja, dass ich das liebe. Ich könnte es eigentlich auch selbst machen im Thermomix. Hatte ich jetzt dann aber irgendwie keine Lust. Dann habe ich noch diesen körnigen Frischkäse mitgenommen. Und ich wollte beim Lidl mal diese Tellerlinsen hier ausprobieren. Ich habe die noch nie getestet. Ich nehme meine Linsen ja immer aus Italien mit. Aber ja, die wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren, weil meine Kinder sich Linsensuppe gewünscht haben. Das kann ich euch gerne mal sagen, ob meine Kinder, die mochten. Dann habe ich Maultaschen mitgenommen, das habe ich euch auch schon mal erklärt. Ich schneide die einfach so in dünne Scheiben, brate die an, ein Ei drüber, Paprika, ganz viel Zwiebel und so weiter, was halt so im Kühlschrank ist und dann ist es wirklich ein leckeres Gericht. Meine Kinder wollten dann diesen Monte Milchdessert in Schoko, also von Zott. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe ihn jetzt einfach mal mitgenommen. Mal gucken, ob meine Kinder den auch wirklich essen. Dann wollte ich wieder diese Tortilla-Wraps mitnehmen, weil ich wieder ein leckeres Gericht plane. Ich wollte das so ein bisschen umändern. Mal schauen, wie ich es mache. Ich bekomme nämlich Gäste und ich mache ja eigentlich immer lecker Chili con Carne und fülle das dann damit. Dann rolle ich das ein, mache ganz viel Käse oben drauf und dann kommt es nochmal in den Ofen. Aber ich habe jetzt eine andere Version. Mal gucken, ob das schmeckt. Wenn es was schmeckt, mache ich euch vielleicht ein Video drüber, mal gucken, aber ich will noch nicht zu viel verraten, am Ende ist es dann nichts. Dann habe ich diese Pappardelle mitgenommen, die mag ich auch sehr gerne, das sind ja frische Nudeln, die gibt es eben auch beim Lidl in der Kühltheke.
Dann gibt es noch Remouladensoße bei uns die Woche, weil ich so ein Baguette plane. Das gab es nämlich in Frankreich total lecker. Also einfach ein Baguette, Remouladensoße drauf und dann zum Beispiel ja, Salami oder Schinken und ganz viele verschiedene Sachen, was man halt alles so hat, was einem schmeckt. Also das möchte ich mal ausprobieren hier zu Hause. Dann total ungesund, natürlich Ketchup, pfui pfui, mag ich gar nicht. Meine Kinder mögen Ketchup. Dann ist unser Tee leer gewesen und zwar lieb ich ja diesen türkischen Apfel total. Der Lissandro mag den auch sehr, sehr gerne und er mag auch gerne heiße Liebe, aber den gab es beim Lidl nicht. Ich wollte dann mal diesen hier ausprobieren und zwar marokkanischer Maisir, Minze, Honig. Mal gucken, wie der schmeckt, den kenne ich noch nicht. Dann habe ich noch gebraucht gehackte Tomaten und natürlich Sahne. Wisst ihr ja, darf bei mir auch im Haus nicht fehlen. Dann habe ich mal mitgenommen, dieses hier, dieses Schmelzkäse-Zubereitung, weil ich das mal testen möchte. Ich möchte da mal so eine Soße machen mit ganz vielen frischen Champignons, mit Zwiebeln und so weiter. Und dann das rein, mal gucken, ob das mit Nudeln schmeckt. Keine Ahnung, habe ich noch nicht ausprobiert. Dann ist bei uns allerdings schon im Gefrierfach, das Eis hier und zwar das Cornetto, das durften sich meine Kinder aussuchen. Es muss halt auch mal was Süßes sein und dann durften sie sich noch Hanuta aussuchen. Und beim Lidl an No Food habe ich mitgenommen diesen Reiniger hier für die Toilette und mein Spülmittel war auch leer und deshalb habe ich dieses hier mitgenommen. So, das war jetzt soweit mein Großeinkauf nach dem Urlaub. Jetzt habe ich wieder ein bisschen den Kühlschrank gefüllt. Was ich natürlich noch mitgenommen habe, ist Wasser. Also ich habe 2 Kästen Wasser gekauft, dann habe ich noch Malzbier gekauft. Ich weiß, es ist nicht sonderlich gesund, aber ich trinke ab und zu gerne mal ein Malzbier. Und dann habe ich noch Saft mitgenommen und zwar diesen Vital 3 Saft. Also mal gucken, ob das meinen Kindern schmeckt. Normalerweise kaufe ich ja Blutorangensaft, beziehungsweise zum größten Teil trinken meine Kinder ja Wasser zu Hause. Aber so ein bisschen Saft schadet nie. Und das war eigentlich soweit unser Einkauf. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht gekauft, aber während der Woche werde ich jetzt mit Sicherheit noch einige Male einkaufen gehen, damit unsere Speis- bzw. der Kühlschrank schön gefüllt ist. So, Woche Nummer 2 nach dem Urlaub. Und zwar habe ich mitgenommen Mozzarella, diese kleine Version, diese Minis, für einen Salat oder halt für zwischendurch. Dann Raclette-Käse, den brauche ich, weil ich was überbacken möchte zum Mittagessen diese Woche. Dann Frischkäse, da zeige ich euch gleich, für was ich den verwenden werde. Joghurt habe ich mitgenommen fürs Frühstück. Und dann wollte ich mal diese Festtagssuppe hier ausprobieren, wenn es mal schnell gehen muss. Einer meiner Söhne mag das nämlich, also mag ja Maultaschen. Und deshalb werde ich das einfach mal ausprobieren, wie das schmeckt. Dann habe ich zu Hause immer Kidneybohnen und Mais. Allerdings mag ich total gerne diese scharfen Bohnen. Die gibt es allerdings nur beim Edeka bei uns. Die muss ich mir dann noch holen, weil die auch wieder alle sind. Dann ist ja jetzt schon Weihnachtssaison eingeläutet, also total unglaublich, ne? Also ja, was soll man dazu sagen? Am besten gar nichts. Meine Kinder lieben Baumkuchen und den kaufe ich immer beim Aldi. Und Schokolebkuchen einfach für zwischendurch. Muss halt auch mal sein. Dann wird es die Woche Hamburger geben, allerdings selbstgemachte. Und da habe ich halt einfach nur die Brötchen gebraucht, weil ich die nicht selbst backen werde. Und jetzt zeige ich euch, für was ich den Frischkäse brauche. Und zwar habe ich dieses Fladenbrot hier mitgenommen. Das schneide ich nämlich auf, mache Frischkäse rein, Petersilie frische, dann zum Beispiel Gurken oder Karotten geraspelte, Schinken und so weiter, was ich halt zu Hause habe sozusagen. Schneid es in schöne Stücke und dann ist es ein total leckeres Essen. Also gerade für abends zum Beispiel, wenn man mal nichts Großes kochen will, ist es einfach echt richtig lecker. Dann habe ich noch Bananen mitgenommen für den Lissandro. Der Lissandro isst ja total gerne Bananen. Und Kirschtomaten habe ich dann auch noch gebraucht fürs Abendbrot. Und ich habe noch mitgenommen dieses hier. Das wollte mein Sohn mal ausprobieren. Also ich weiß nicht, ob das schmeckt. Diese Flusskrebspfanne mit Knoblauchbutter. Keine Ahnung, werde ich euch berichten. Habe ich noch nie ausprobiert. Und dann natürlich noch was Süßes und zwar Spekulatius für einen meiner Kinder. Der liebt die nämlich. Alle anderen mögen das überhaupt nicht. Und das war es eigentlich soweit für heute. Ich habe euch vergessen, den Einkauf vom Donnerstag zu zeigen. Und zwar war ich da auch wieder beim Edeka. E-Center beziehungsweise und da habe ich auch einiges eingekauft, aber das habe ich vergessen euch zu zeigen, weil es auch schnell gehen musste. Ich musste alles schnell in den Kühlschrank packen und deshalb habe ich es euch nicht gezeigt. Aber das war jetzt soweit der Einkauf für heute.
Gar nicht wahr, habe ich ganz vergessen. Ich habe natürlich für die Bella auch was mitgenommen. Das wird die jetzt das erste Mal probieren. Die schaut schon da unten. Ganz gespannt, was die Mama da in der Hand hält. Na, Bella? Bella, schau mal. So ist fein. So, ich wollte euch noch ganz kurz mein Fladenbrot zeigen, damit ihr es besser verstehen könnt, was ich euch vorhin erklären wollte. Und zwar habe ich das jetzt in den Backofen, damit es schön knusprig wird. Ich habe mir einen Dip gemacht mit Frischkäse und Thunfisch, habe das Ganze dann gewürzt. Und hier habe ich mir die Beilagen eben klein geschnitten sozusagen, also in dünne Scheiben habe ich mir die Gurken geschnitten, die Zwiebeln, die Tomaten und die Paprika. Das wird dann jetzt hier alles drauf getan, also damit wird das Brot dann quasi belegt. Ein Sandwich mache ich damit. Und wenn ich noch Lust habe, mal schauen, packe ich noch meinen Bio-Blattspinat mit oben drauf und dann lassen wir uns das Ganze jetzt lecker schmecken.